Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht gerade merkt, experimentiere ich ein wenig mit meinen Formaten. Ich habe mir nämlich heute ein Thema herausgesucht. Wie der eine oder andere weiß, bin ich ja selbstständig. Und ich werde daher von Freunden immer wieder gefragt, Mensch, soll ich mich selbstständig machen? Die erstaunliche Antwort von mir auf diese Frage ist immer nein. Das irritiert natürlich die meisten. Viele erwarten sich da eigentlich eher die Bestätigung und die Aussage, ja, mach dich unbedingt selbstständig. Für mich war das der beste Schritt, den ich je getan habe. Du musst es unbedingt mir gleich tun. Dein eigener Herr werden, selbst über deine Arbeit bestimmen. In Wirklichkeit ist es aber so, wenn mir diese Leute genau diese Frage stellen, haben sie eigentlich schon ihre Unsicherheit zum Ausdruck gebracht. Und Unsicherheit und Selbstständigkeit passt einfach nicht zusammen. Wenn jemand selbstständig arbeiten möchte, dann muss er sich darüber im Klaren sein, dass er wirklich mit 100%, also absolut, die Verantwortung für sich und sein Leben bzw. sein Arbeitsleben übernimmt. Es gibt dann keinen Chef mehr, der sagt, Herr Müller, legen Sie mal hier die Akten ab. Und es gibt auch keinen Chef, der sagt, Herr Meier, fragen Sie mal hier bei dem Kunden nach, ob er uns vielleicht einen Auftrag hat. Oder der vielleicht eine Vision vorlebt, der sagt, wir müssen hier die Software entwickeln. Oder warum verkaufen wir nicht Brötchen am Bahnhof? Oder neue Geschäftsstrategie, ab sofort erwirtschaften wir Millionen als lebende Statue in Fußgängerzonen. Okay, das ist jetzt vielleicht alles übertrieben, aber ihr merkt, worauf ich raus will. Als Selbstständiger muss man sich all diese Gedanken selbst machen. Plus, und das ist das, was da noch oben drauf kommt, man muss natürlich auch noch die Erwartungen, die Kunden in einen stellen, erfüllen. In den wenigsten Fällen wird man tatsächlich ohne Kunden auskommen. Ich könnte mir jetzt konkret eigentlich nichts vorstellen, wo man als Selbstständiger arbeitet, ohne jemals irgendwo Kundenkontakt zu haben. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja nein, ich habe hier die tolle Idee für ein cooles PC-Game. Da schreibe ich und da sitze ich einfach bloß in meinem Büro und habe es nie mit Kunden zu tun. Irrtum. Auch dort habt ihr es mit Kunden zu tun. Vielleicht sagt aber auch jemand, ich werde berühmt und reich, indem ich Panzerspiele bei YouTube Let's Play. Okay, auch eine Möglichkeit, aber auch dort habt ihr tatsächlich Kunden. Die heißen in dem Fall natürlich nur anders. Wenn ihr ein PC-Spiel schreibt, dann sind die entsprechenden Gamer, die Benutzer dieser Software, tatsächlich eure Kunden. Und auch wenn ihr nie unmittelbar Kontakt zu denen habt, werden die doch tatsächlich Erwartungen in euch bzw. in euer Produkt haben. Da kann es vielleicht sogar noch ganz schlimm werden, weil ihr vielleicht den Vertrieb an jemanden anders weitergibt, zum Beispiel an Steam, ja, für ein PC-Spiel, und die übernehmen dann für euch solche Themen wie Marketing und Werbung. Jetzt werden die aber natürlich ein großes Interesse dran haben, euer Produkt, euer Game möglichst häufig zu verkaufen. Dementsprechend malen sie das sehr bunt aus, was sie von euch bekommen, reichern vielleicht noch Screenshots an oder arrangieren Interviews, beauftragen Let's Player, die ganze Bandbreite. Hat aber entsprechend zum Ergebnis, dass von außen eine Erwartungshaltung entsteht, die dann letztlich an euch herangetragen wird. Das heißt, letztlich müsst ihr genau diese Erwartungshaltung erfüllen. Ansonsten passiert es euch ganz einfach, dass nämlich die Kunden sagen, ach, das ist ein blödes Spiel oder doofes Video, da schalte ich innerhalb von 30 Sekunden weg. Hier ist es einfach wichtig, auch die Kunden tatsächlich oder diese Erwartungen zu befrieden. Also
die dann tatsächlich zu erfüllen. Aber zurück zum Thema. Warum sage ich dann, dass Leute sich nicht selbstständig machen sollten? Tatsächlich bin ich ja gar nicht davon überzeugt. Leute sollen sich selbstständig machen. Ich bin eben nur davon überzeugt, dass wenn Menschen sich nicht sicher sind und diese Sicherheit zum Ausdruck bringen, indem sie eben mich fragen, ob sie sich selbstständig machen sollen, davon besser Abstand nehmen. Man arbeitet selbst und ständig. Und auch wenn sich das ziemlich nach abgedroschenem Klischee anhört, ist es leider zu 100% wahr. Als Selbstständiger hat man eben nicht irgendwann Feierabend. Da kann man nicht hergehen und sagen, ja, ich war jetzt heute Morgen um 9 im Büro, jetzt haben wir 17 Uhr oder 17.30 Uhr, Deckel runter und ab in Feierabend. Das klappt da nicht. Das kann vielleicht sein, dass ihr euer Büro verlasst, aber tatsächlich bedeutet das noch nicht, dass ihr wirklich Feierabend habt. Als Selbstständiger seid ihr immer im Einsatz. Das heißt, ihr geht dann vielleicht tatsächlich um 17.30 Uhr irgendwo noch in den Biergarten, setzt euch gemütlich hin mit ein paar Freunden und schwupps, kommt schon einer vorbei und sagt, hey Mann, du schreibst doch die tollen PC-Spiele, die über Steam vertickt werden. Ich hätte hier einen Auftrag für dich. Er merkt schon, in dem Moment habt ihr eigentlich keine Chance zu sagen, du, aber pass auf, ich habe jetzt Feierabend. Als Selbstständiger ist es nämlich eure erste Pflicht, möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist so der Kern des Ganzen. Deswegen müsst ihr eigentlich jede Chance, die sinnvoll ist, tatsächlich sofort ergreifen. Da gibt es dann kein Zögern von wegen, mache ich das oder überlege ich mir das erst noch eine Woche oder vielleicht einen Monat oder so. Nein, hier müsst ihr sofort entsprechend mit ran. Auf der anderen Seite wird es euch aber auch so passieren, dass es unglaublich viele unsinnige Angebote bekommt, dass jemand sagt, lass uns doch reich werden mit einem Ersatz von eBay. Oder pass auf, wir ziehen jetzt einen neuen Fernsehsender auf und RTL ist von da an Geschichte. Er merkt schon, das ist jetzt natürlich relativ überzogen, aber auch solche Anfragen werden regelmäßig an euch herangetragen. Und die Person, die das an euch heranträgt, ist vielleicht sogar überzeugt, dass das Konzept, mit dem sie zu euch kommt, was Fundiertes, Brauchbares ist, mit dem sich tatsächlich Geld verdienen lässt. Hier müsst ihr für euch lernen, wie ihr erkennt, was denn ein für euch sinnvolles Unterfangen ist oder eben auch nicht. Ansonsten verplempert ihr nämlich hier eine ganze Menge Zeit, die ihr für sinnvolle Sachen ansonsten verwenden könnt. Was ist das Fazit aus dem Ganzen? Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, sei es als YouTube oder Programmierer oder was auch immer, dann müsst ihr diese Entscheidung tatsächlich alleine treffen, selbst. Ihr könnt durchaus über Risiken oder Chancen von Geschäftsvorhaben mit anderen Leuten sprechen, aber ob ihr letztlich diesen Schritt wagt, die Entscheidung könnt nur ihr allein treffen. Ja, in diesem Sinn, viel Erfolg. Jetzt habe ich euch hier so einiges erzählt über das Thema Selbstständigkeit. Jetzt könnt ihr noch hier zu meinen Videos kommen, wo ich 30 tolle Spiele für das Atari VCS 2600 vorstelle. Alles klar. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.